zu unserem 10. Umwelttag. Ich freue mich, dass ihr alle einander gefunden habt und den Bus gefunden habt. Eigentlich die Idee entstanden, dass wir RVW Clean Forest eine Kooperation mit dem Arno Reichenbach GmbH machen und das erste Seewald aufgeforstet haben. Hier ist das entstanden, hier haben wir darüber noch gesinnet, vor 11, 12 Jahren, wie wir das umsetzen wollen. Kann man kaufen, wenn die jemand will, kaufen. Der ganze Erlös kommt im Clean Forest Projekt zugut. Wir werden heuer, 2016, wird das wärmste Jahr sein, das es je gegeben hat. Und zwar sind die letzten 10 Jahre ist jedes Jahr ein bisschen wärmer gewesen. Aber der Sprung von 2015 zu 2016, der ist wahnsinnig gross. Also wir werden das wärmste Jahr haben und ich bedauere das sehr. Und zwar, weil ich immer einen sehr guten italienischen Wein aus Kalabrien importiert habe. Ein super Wein und den kann man jetzt nicht mehr trinken, wegen dem Klimawandel. Weil der hat so viel Zucker, die haben so viel Sonnenreton und so viel Wärme, dass die Alkoholgärung den Zucker nicht mehr abbauen kann. Und das ist jetzt einfach ein süßer Wein. Das ist, meint man, das ist ein aufzuckerter Burgunder oder so etwas. Also, ja, geht auch nicht mehr. Die Regenwälder werden abgehauen. Dabei weiss man ganz genau, dass die einzige Art und Weise, um CO2 rauszunehmen, ist aus der Luft, wenn man das mit Bäumen machen kann. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Es gibt keine andere Möglichkeit, um das CO2 rauszunehmen als Bäume. Gar nichts anderes. Und zwar aufforsten, wie das Arma macht mit seinen Leuten, oder eben die Bäume auch noch länger wachsen, dass sie können viel CO2 aufnehmen können. Ein weiteres Mal drinnen, neben dem anderen Hütchen, wo ich an den Lothar hat zerstört. Das ist ein ganz kleiner Stall und ich habe zurzeit über 2000 Stunden investiert. Das heisst aber nicht, dass wir nicht eigentlich ermutigen möchten, weiterhin unsere Stoffhandtuchrolle oder dann auch später die Napkins zu brauchen. Und von dem her haben wir für jeden von euch etwas Kleines vorbereitet zum Heinen. Wir würden aber sehr gerne mal mit dem Zertifikat anfangen. Ich habe die vor 14 Tagen ist dran bei mir gesehen. Und unsere Finger genommen habe ich sagen, ja, seid ihr fein? Mhm. Und ich habe gesagt, das heisst etwa so. Von dem her denke ich, ist es sicher vor allem sehr interessant, weil es ja als Ersatz sozusagen für die Papiertüchli gemeint ist. Und dass man da natürlich anstatt das mit viel Wasser herzustellen und nachher einfach vorzurühren, wieder kann brauchen, das denke ich mir so.
wir haben heute trotz Regen, die Natur braucht Regen, ganz einen interessanten Tag dürfen geniessen, hier in Launen, zuerst am See und jetzt ganz interessante Fachreferate gehabt, sehr interessant, vor allem die Waldseite. Sehr gespannt, was wird daraus geben. Wir warten darauf. Danke. Also für mich ist es das erste Mal, dass ich hier dabei sein darf. Es war ganz ein interessanter Tag. Ich habe sehr viel gelernt und ich hoffe, dass das Projekt, also es ist ja kein Projekt mehr, dass das wirklich weitergeführt werden kann und die Leute das Produkt auch rege in Umsatz bringen. Ich möchte Ihre Frau ganz herzlich danken, dass sie auch dieses Jahr mitgemacht hat. Unterstützt war mit uns. Und Sonnenblumen ist angesagt. Schatz, darf ich dich bitten? Schatz? Ja. Darf ich dich bitten? Ja. es ist nicht immer so. Schatz, danke. 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 Fabienne, danke vielmals.